Hi Leute und willkommen zurück bei der zweiten Folge von Gothic 1. Ja, wie ihr bestimmt schon hören könnt, ich habe jetzt ein anderes Headset, endlich mal. Ja, mit den beiden haben wir in der letzten Folge geredet und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Auf in das alte Lager. Oh, Scavenger. Willst du nicht dein Schiff? Ach, so war das. Triffst du heute nochmal? Ja, geht doch. Geht doch. So, jetzt noch ein bisschen Fleisch gesammelt. Geht's weiter. Ich muss auch noch irgendwie auf die Uhr gucken, die habe ich mir nämlich überhaupt nicht gestellt. Aber. Oh! Ein toter Scavenger, den haben die Jungs da vorne wahrscheinlich gerade erledigt. Oh. Seraphis. Auch eine nützliche Pflanze zu Anfang. Rückenwache. Naja. Ich habe bestimmt nichts Interessantes zu erzählen. So, und da vorne das Tor zum alten Lager. Sieht von außen eigentlich recht episch aus. Zwar nur für die damaligen Grafikverhältnisse, aber ansonsten. Dann spazieren wir da jetzt einfach mal ganz kackenheiß rein und suchen Torus, hieß der, glaube ich. Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Das stimmt ja sogar. Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut, du kannst reingehen. Oh, wie nett. So, jetzt noch ein bisschen Smalltalk. Irgendwas Neues passiert? Nein, alles wie immer. Ist jetzt irgendwas Neues passiert? Nein, alles wie immer. Oh, schade. Hätte ja sein können. Gut, Ende. Wenn ihr dieses Spiel spielt, niemals an dieser Windel drehen. Sonst könnt ihr das ganze Spiel nochmal von vorne anfangen. Das ist nämlich dann so verbuggt, dann geht überhaupt nichts mehr. Also, merkt euch, diese Windel da vorne, tabu. Wirklich böse. Ich war hier ja noch nie im Leben drin, merke ich gerade so. Hey, du! Ja? Oh, ich glaube, ich darf hier nicht rein. Glück gehabt! Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Okay, ich glaube, da dürfen wir nicht rein. War doch klar. Ein Gardist. Noch ein Gardist. Ich höre nicht mehr. Grimm? Was passiert mir nicht? Ein Schatten. Wer bist du denn? Kann schon sein. Ich bin neu hier. Ich bin neu hier. Gerade angekommen, was? Ich bin Grimm. Bin auch noch nicht so lange da. Bin eine Fuhre vor dir mit reingeworfen worden. Okay. Wie ist das Leben hier so? Wie ist das Leben hier so? Weil ich damit nichts zu tun habe. Ganz ruhig. Solange du dein Schutzgeld an die Gardisten bezahlst. Verlass dich auf jemanden und du bist verabschiedet. Okay. Was muss ich machen, wenn ich im Lager aufgenommen werden will? Was muss ich machen, wenn ich in diesem Lager aufgenommen werden will? Also zuerst mal wirst du Schatten. Dazu musst du einen Fürsprecher finden. Jemand, der dir alles erklärt und für dich einsteht. War doch klar, dass das Ärger gibt. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Ich an deiner Stelle würde mich an Diego halten. Habe ich auch gemacht. Der ist ganz in Ordnung. Manche lernen eben gar nicht. Er stellt dir die Prüfung des Vertrauens. Die sieht bei jedem anders aus. Dann gibt's noch einige kleinere Aufgaben von anderen Schatten. Wenn du die gelöst hast, bist du dabei. Gut, das geht ja eigentlich alles noch. Nee, wir fragen ihn nicht, was seine Prüfung des Vertrauens ist. Das können wir ihn auch später noch fragen. Ich halte mich da lieber raus. Ich muss hier gerade noch ein paar Einstellungen machen, da schneide ich nämlich nachher alles raus. Okay. Ja, das ist der Nachteil, hier diese doofe FPS
Begrenzung an dem tollen Spiel. Oh, davon ist Diego. Hallo Diego. Aber mit dem sprechen wir später erst. Da vorne ist erstmal Torus. Hör auf dich zu drehen. Ich will mit dir reden. Geht doch. Du siehst nicht so aus, als wenn du jeden in die Burg lassen würdest. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Okay. Ja, mal schauen, ob man die ein bisschen bestechen kann. Würdest du mich für eine entsprechende Menge Erz in die Burg lassen? Für eine entsprechende Menge? Wie viel? Nun, es müsste eine Weile dauern, das Erz zu zählen. So lange würden die Jungs am Tor und ich dann wegsehen. Sag schon, wie viel? 1000 Brocken dürften genügen. Boah. 1000 Brocken? Das ist echt viel. Nun, du könntest dich Gomez-Leuten anschließen. Dann kommst du auch in die Burg. Ganz umsonst. Hm. Okay. Also wir kommen nur in die Burg, wenn wir uns den Schatten anschließen oder die 1000 Brocken bezahlen. Es gibt keinen anderen Weg, irgendwie, was weiß ich. Die Waffe weg! So, zum Beispiel. Nein. Dein Glück. Nein, ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Das glaube ich. Nein, es gibt keinen anderen Weg, hier reinzukommen, außer das Geld zu bezahlen oder sich den Schatten anzuschließen. Ich dachte, Nee, sonst würden wir endlich wie der da oben. Aber nee, es gibt ja keinen anderen Weg. Naja. Ich glaube, wir gehen mal lieber wieder raus. Also Bugs werden wir hier nicht ausnutzen. Halt! Was ist? Die Burg darf nur mit Genehmigung betreten werden. Mach, dass du verschwindest. Ich will sie verlassen, Leute, nicht betreten. Darf ich das wenigstens machen? Oh, danke. Ja, ich glaube, wir reden nochmal mit Torus zu Ende und dann mal schauen, was er uns noch zu sagen hat. Ich will für Gomez arbeiten, genau das wollen wir. Ich will für Gomez arbeiten. Ach, und wieso glaubst du, ist Gomez daran interessiert, dass du für ihn arbeitest? Das weiß ich auch noch nicht. Ah, genau. Diego sagte, du entscheidest, wen Gomez interessiert. Diego sagt, du entscheidest, wer Gomez interessiert. Wenn Diego denkt, du taugst was, kann er sich auch mit dir rumschlagen. Wie nett. Ich werde dir jetzt erklären, wie das läuft. Diego wird dich auf die Probe stellen. Wenn er denkt, dass du gut genug bist, werde ich dich zu Gomez in die Burg lassen. Was dann passiert, liegt an dir, kapiert? Ich werde mit Diego reden. Gut. Dann reden wir nochmal mit Diego. Mal schauen, was er dazu sagen hat. Aber es gibt jetzt erstmal eine kleine Unterbrechung. Bis gleich. So, wir spielen jetzt hier weiter. Nach der kleinen Unterbrechung. Ich habe am Sound ein bisschen was gedreht. Probiert an den FPS was zu drehen. Aber es mit den, an den FPS drehen hat irgendwie nicht wirklich was gebracht. Leider. Drehen erstmal mit Diego. Erzähl mir was über das alte Lager. Es ist das größte und mächtigste der drei Lager. Gomez und seine Jungs kontrollieren das Lager und damit den ganzen Erzaustausch. Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Wir haben den alten Sack in der Hand, verstehst du? Er ist auf das Erz angewiesen. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen, einfach alles. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist, dich Gomez-Leuten anzuschließen. Okay. Oh, ich habe mit Torus geredet. Und, was sagt er? Er will mich im Lager aufnehmen, wenn du denkst, dass ich gut genug bin. Sieht so aus, als hätte ich einen neuen Job. Oh ja. Fangen wir direkt an?
Vorher solltest du ein paar Sachen wissen. Okay, ich war gerade ein wenig perplex. Gut, ja, was müssen wir denn wissen? Was muss ich wissen, um im alten Lager aufgenommen zu werden? Wenn du aufgenommen werden willst, musst du Pluspunkte sammeln. Es gibt einige einflussreiche Leute hier im Außenring. Die meisten davon sind Schatten. Wenn du es schaffst, sie zu beeindrucken, bringt dir das Pluspunkte ein. Dann musst du eine Prüfung des Vertrauens ablegen. Außerdem gibt es für einen Neuen wie dich jede Menge neuer Talente zu lernen. Je mehr du lernst, desto wertvoller bist du für uns. Okay. Wo finde ich die wichtigen Leute? Wo finde ich die wichtigen Leute? Nun, einer steht hier direkt vor dir. Dann wäre da noch Torus. Den kennst du ja schon. Mhm. Was die anderen betrifft, das wirst du selbst rausfinden müssen. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, hast du hier im Lager sowieso nichts verloren. Geh einfach durch den Außenring und rede mit den Leuten. Du findest dann schon raus, an wen du dich halten musst. Jo, das ist doch schon mal nicht schlecht. Was ist denn mit den anderen beiden Lagern? Das ist doch mal eine interessante Frage. Was ist mit den beiden anderen Lagern? Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf und beten zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Obwohl ich da eigentlich gern hingehen wollte. Zu diesen Spinnern. Aber ja, mal gucken. Ich würde sagen, wir laufen erstmal rum. Mach's gut. Ein paar kleine Aufträge erledigen hier im Außenring. Aber wir gehen rechts rum. Weil links gehe ich ungern lang. Hallo Gravo. Hör auch zur ersten Rede mit mir. Geht doch. Wie steht's denn so? Seit ich aufgehört habe, in der Mine zu arbeiten, lässt sich's hier richtig gut leben. Und woher kriegst du dein Erz? Ich helfe Leuten, die Probleme haben. Okay. Wenn du hier Ärger mit einflussreichen Leuten hast, kann ich dafür sorgen, dass die Sache wieder ins Lot kommt. Aber bald für dich. Ja, und wie? Wenn ich hier Ärger habe, kannst du mir also helfen. Wie? Nun, sagen wir mal, du hast Ärger mit Torus. Du solltest es besser nie dazu kommen lassen, aber man weiß ja nie, was passiert. Torus kann ziemlich stur sein. Wenn du dir es einmal mit ihm verscherzt hast, redet er nicht mehr mit dir. Das ist schlecht. Das glaube ich. Denn als Neuer bist du auf ihn angewiesen. Also kommst du zu mir. Ich kenne eine Menge Leute hier, die Einfluss auf Torus haben. Die legen ein gutes Wort für dich ein und Torus ist wieder auf deiner Seite. Natürlich wollen die Jungs dafür Erz sehen. Dein Erz. Ich wusste es. Und ich kümmere mich darum, dass dein Erz die richtigen Leute erreicht. Okay. Na denn. Also, falls wir Ärger haben... Oh, eine Pfanne. Ich dachte, wir können das braten, unser Fleisch. Wo haben wir es denn? Nee, Nicht hinschmeißen. Aufheben, bitte. Oh, jetzt haben wir es wieder. Ich dachte, das können wir irgendwie braten. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wie das geht. Das ist doof. Aber naja. Man kann halt nicht alles haben. So. Da oben ist doch ein Schatten. Vielleicht hat der was zu melden hier. Sly. Hallo Sly. Neu hier, was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Ich hätte was zu tun für einen Neuen. Oh, das ist doch schon mal gut.
Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Ach, wie nett. Ja, und was bringt mir das? Was kann ein gutes Wort von dir bewirken? Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, brauchst du Leute, die für dich sprechen. Ein gutes Wort von mir über dich bei Diego kann da schon einiges helfen. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Arena-Viertel, okay. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Also, ihr müsst Neck finden auf jeden Fall. Ich kann schon mal so viel sagen, wir werden ihn finden, aber nicht so, wie Neck es gerne hätte haben wollen. Wie oft habe ich euch Pennern gesagt, rennt nicht durch meine Hütte! Ja, was baust du die denn da auch so komisch? Was ist dein Problem? Mann, lasst mich bloß in Ruhe. Jeder hier hat ein Problem mit mir. Es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut habe. Bau deine Hütte an den Graben, haben sie gesagt. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen aus der Mine wiederkam, hatte ich eine zweite Tür. Diese Schweine. Ich hasse sie. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie hasse. Jetzt rennt jeder durch meine Hütte. Jeder Arsch. Ich glaube, er ist mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ohne grobe Einschätzung. Jeder Arsch. Nur am Nölen. Okay. Ein Buddler. Absolut idiotisch. Genau. Jesse. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Neu hier, was? Du solltest wissen, dass man sich hier besser nicht mit den Gardisten anlegt. Wenn sie Schutzgeld wollen, zahlst du besser. Sonst hast du bald das halbe Lager gegen dich. Okay. Naja, ich mag Streit. Nur ich hab nichts gegen Streit. Ist eigentlich immer ganz lustig. Oh, da ist noch so eine Hütte. Durch die man laufen kann. Okay. Da ist ein Gardist. Ah, Jacker. Ein neues Gesicht. Was willst du? Ich will dir meine Hilfe anbieten. Du bist neu hier und Neue bekommen schnell Ärger. Mit einer kleinen Spende an mich könntest du dir einiges davon ersparen. Nur 10 Erz, Mann. Das ist nicht viel. Schutzgeld. Nee. Da wir die 10 Erz jetzt gerade und nicht haben... Und wenn ich nicht zahle... Hey Mann, mach dir keinen Stress. Du bist neu hier. Sieh dich mal ein bisschen um. Sammel erstmal etwas Erz und wenn du bereit bist zu zahlen, dann zahlst du. Oh, das ist aber nett. Und es geht mir gerade ein bisschen zu lang. Du kannst es jederzeit nachholen. Nur bitte rechne nicht mit meiner Hilfe, solange du nicht einen kleinen Beitrag zu meinen Unkosten geleistet hast. Das verstehst du doch. Ja, natürlich. Alles easy peasy hier. Na gut. Wir sehen uns später. Pass so lange gut auf dich auf. War das jetzt ein Tipp oder eine Drohung? Ich glaube eine Drohung. Gehen mal weiter. Wir probieren weiter zu gehen. Oh, ich muss ganz dringend an den FPS arbeiten. Das riecht gerade extremst auf. Mal schauen, was wir da so dran machen können. Ich guck noch mal gerade, ob wir da noch was machen können hier.
Das ändert überhaupt nichts an den FPS und es sieht wirklich kacke aus. Also beim allerbesten Willen. Nein! Wo drücke ich denn drauf? Habe ich zu viel getrunken? Na gut, okay, aber ne, da muss ja keiner wissen. So, hohe Qualität. Ist von den FPS-Zahlen genau das gleiche wie alles andere auch. Hey Mann, ich bin Fisk. Ich handle mit Waren aller Art. Wenn du jemals etwas brauchen solltest, bei mir bist du richtig. Bei mir bist du richtig. Hast du eine Rüstung? Hast du eine Rüstung für mich? Nun, ich bin sicher, dass ich dich zufriedenstellen kann. Okay. Eine Buddlerhose. 500 Erz. Und eine leichte Buddlerhose 250 Erz. Aua. Das können wir uns alles noch überhaupt nicht leisten. Aber du kannst mir mal deine Waren zeigen. Zeig mir deine Ware. Auch ein bisschen verkaufen. Was hast du denn so? Ein rostiges Schwert hast du. Toll. Ein Kurzschwert. Eine Bauernwehr. Okay. Was können wir denn verkaufen hier? Das verkaufen, Spitzhacke, Knüppel. Was haben wir noch? So an. Nicht wirklich viel, ne? Oh, zwei Erz. Toll. Den Rest brauche ich noch. Das ist eine unangezündete und die brennt schon, oder was? Okay. Na denn. 12 haben wir jetzt. Reisschnaps. Bier möchte ich ganz gerne noch behalten. Okay. Wundendorn. Oh, die ist natürlich schön, die Bullet. Nee, wir können uns nichts davon leisten. Schade eigentlich. Aber nutzt ja nichts. Achso, ich dachte gerade, du willst was anderes von mir. Hab mir gerade schon ein bisschen Sorgen gemacht, um ehrlich zu sein. Aber wir können uns Geld besorgen. Ich streiche ähnlich ins alte Lager will. Fragen wir hier bei Whistler. Hallo Whistler. Hi, ich bin neu hier. Was willst du von mir? Ich will einer von euch werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Auf der Suche nach Fürsten, was? Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du mir einen Gefallen. Ja, und was für ein Gefallen? Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich will eine Waffe von Fisk haben. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Er will sie mir nicht mehr verkaufen. Es ist ein Breitschwert mit Ornamenten. Ich gebe dir 100 Erz und du holst die Waffe für mich ab. Aber sag ihm nichts von mir, klar? Alles gut. So leicht kommt man hier am Anfang an Erz. Okay, her mit den 100 Erzbrocken. Ich hol das Ding. Hier hast du sie. Komm direkt zu mir zurück. Aber natürlich. Ich komme ja sofort direkt zu dir zurück. Wir können auch, glaube ich, noch ein bisschen mehr rausschlagen. Wenn wir normal mit Fisk reden, wenn ich mal irgendwann ankommen würde. Hallo Fisk. Ich will ein Schwert kaufen. Was mit Ornamenten wäre schön. Ganz scheinheilig. Ich will ein Schwert kaufen, aber nicht so ein einfaches Ding. Was mit Ornamenten wäre schön. Ich hab da eins, das dir gefallen könnte. Der Schatten, der es abholen sollte, kommt nicht mehr. Kostet 110 Erz. Interessiert? 110? Vielleicht später. Vielleicht später. Weil wir haben keine 110 Erz. Whistler, pack nochmal 10 Erz drauf, dann sind wir im Geschäft.
Ich weiß nicht, ob er die 10 jetzt noch mit drauf packt oder nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Ach ja, Fisk will jetzt 110 Erz für das Schwert. Fisk will jetzt 110 Erz für dein Schwert. Und ich soll dir jetzt noch 10 Erz geben. Ich dachte, du legst Wert auf dein Schwert. Hier, nimm. Jetzt beeil dich. Natürlich. Ich kriege das Schwert nicht. Nein, nein, hier hast du deine 100 Erz zurück. Das wollte ich doch gar nicht. Was habe ich denn jetzt gemacht? So eine Flasche wie dich können wir ja nicht gebrauchen. Zieh Leine. Nein. Whistler. Oh, ich hab mich verdrückt. Das gibt es doch nicht. Wir haben ihm. Moment mal. Die 10 Erz, die er uns nur nachträglich gegeben hat, die haben wir aber trotzdem noch. Ist doch auch ganz schön. So, ich würde sagen, da vorne ist noch so ein Kerl. Der Schläfer sei mit dir, Fremder. Der Schläfer? Ich bin hier, um dich auf den rechten Weg zu führen. Naja, was es mit dem auf sich hat und was er uns sagen kann und wer er eigentlich ist und wozu er eigentlich gehört, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.